Ja, ich bin hier auf der Weide und da hinten ist der Maler Hartmut Kiewer, der ist zu Besuch und malt die Rinder. Und ich wollte eigentlich für euch ein Shire-Update machen. Ach, da vorne ist sie. Ja, da gehe ich jetzt mal hin und erzähle euch ein bisschen was. Ja, hier steht Shire hinten. Vorne mit Mutti Dina. Shaya ist ja vor einer Woche operiert worden. Sie litt ja massiv an Hormonstörungen. Ursächlich war eine Zyste im Eierstock, die entfernt wurde. Und die Wirkung zeigte sich ganz schnell. Wir hatten uns ja entschieden, sie operieren zu lassen, weil sie zunehmend bedrohlicher, aggressiver und ihr kennt ja sicher die Videos, wo sie uns Erde zuschiebt und brüllt und unruhig ist. Sie selber war natürlich genervt, aber die Herde war von ihrem Verhalten auch genervt. Und nun ist die Zyste entfernt und so, jetzt muss ich mal ein bisschen. Jetzt kommt da hinten Emil. Ich wechsle mal die Position, sonst könnt ihr Shaya gar nicht sehen. Ja, hier mit Emil. Ja, schon nach 2 Tagen wurde sie deutlich ruhiger. Es war ja leider auch so, dass sie uns gegenüber sich bedrohlich zeigte. Und eigentlich niemand mehr in die Herde konnte, auch vor allem keine Fremden. Naja, jetzt ist es so, dass sie total entspannt ist. Sie brüllt auch nicht mehr, wenn wir kommen. Sie ist so in der Herde, ja, mittendrin jetzt und nicht mehr so der Boss. Ja, die Wunde kann ich euch gleich noch mal zeigen. Die verheilt super. Sehen, ob ich da noch mal hinkomme. Moment. Ja, hier seht ihr die Naht. Die Klammern werden in einer Woche gezogen. Und wir warten noch auf das Ergebnis, weil wir haben den Eierstock und die Zyste histologisch untersuchen lassen. Ja, noch mal ein Blick auf die Herde. Also Shaya ganz entspannt. Mittendrin. Ja. Wenn ihr mal schaut, da laufen zwei Hasen. Seht ihr das? Und jetzt wieder zurück.